Hallo und willkommen zur zweiten Folge vom Star Wars Republic Casino Event vom Star Wars Republic Imperial Agent bzw. Scharfschütze. Natürlich fangen wir aber erstmal an mit vier von der schönen Kisten. Schön, Militärausrüstung, gefällt mir. Ich habe gerade eine etwas schlechtere Verbindung, ist natürlich gerade doof hier. Rotsch Eiskatze. Wer die haben will, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Server von Jorvid Shane, bevor die Frage kommt. Oh, guck mal hier, Weltmodell, was habe ich noch gar nicht sogar. Das kriegt er nicht. Das habe ich nämlich noch nicht. Und ja gut, der Rest ist Quatsch. Mal gucken, ob wir... Und zwar habe ich, wie ihr unten seht, 300 Gangster-Casino-Chips. Und die werde ich dann erstmal gleich nutzen. Okay, das hier mache ich kurz auf Screen. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt erstmal den Glückskind-Buff geholt. Ich habe aber leider nicht dazu bekommen. Also fangen wir jetzt erstmal an zu spielen. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal so an. Boah, was ist denn hier los? Oh, Star Wars, ihr seid verpackt hier wieder. Hier geht's. Baby, Baby, Baby! Was? Verloren! Betrug. Na, verdammt! Komm, komm, komm! Ja! Der ganze ist immer so ein bisschen knapp. Ich habe jetzt alle meine Zertifikate. Ich habe nämlich schon 36 Zertifikate oder so. Habe ich mal alle rausgetan. Um zu sehen, wie viele Zertifikate wir bekommen. Schade. Oh, immer. Das ist immer so ärgerlich, dass es halt immer so knapp ist. Ach, verdammt, voll daneben. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Trick gibt. Hat die mir aber bisher noch gar keinen gesagt. Oh! Ja, ein Zertifikat. Freut mich. Immerhin. Wahrscheinlich werde ich das ja auch nicht gleich alles am Stück aufnehmen, sondern ich werde das wahrscheinlich ein bisschen splitten hier mit dem aufnehmen. Die Nebenbau immer noch ein bisschen farmen kann. Was? Hauptgewinn! Noch ein großer Preis. Du hast einen Gangster-Schatz für deinen Vectron mehr gleich gewonnen. Yeah! Wie geil ist das denn bitte? Ich hab direkt am Anfang die Gleiter hier gewonnen. Yeah! Schön mit Disco hier. Warte. Den will ich mir erstmal anschauen. Na gut. Das ist nicht wunderschön, aber... Krass, direkt hier schon Hauptgewinn gemacht hier. Ich will den Rancor aber haben. Oder den Gamorreaner, der ist natürlich noch besser. Jetzt brauche ich kurz meinen Makro-Fernglas wieder. Makro-Fernglas da oben ist... Nein, nicht aktivieren. Komm, wir zocken direkt weiter, der Automat gefiel mir hier gerade. Obwohl, ich muss wieder den Buff holen. So, da bin ich wieder, der Buff ist auch da. Scheiße, wo habe ich das nicht vorher gemacht? Ah, knapp. Wenn euch übrigens fragt, warum ich so viele Schmugglerschips noch dabei habe, das liegt natürlich daran, dass ich mir nebenbei immer wieder den Buff hier holen muss. Verdammt verloren, ey. Also wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich nicht alles am Stück aufnehmen. Guck mal, hier noch ein Zertifikat, ey, wie geil. Scheiße, komm! Oh fuck, ich muss wieder in den Buff holen, ich vergesse es immer wieder. Das ist natürlich mal ein bisschen nervig. So. Oh. Also immer schön unten drauf achten, nicht dass ich, also ohne Buff zu spielen soll scheiße sein. Ich habe jetzt auch nicht ganz die Chancen im Kopf hier hoch, also die Chance für so einen Gamorreaner ist. Aber... Oh, hier noch ein Zertifikat, oder? Nein, ich habe schon wieder weitergespielt, ey. So, weiter geht's. Buff ist wieder da. Bisher haben wir schon ordentlich Zertifikate gemacht. Ja. Na, verdammt. Das wollen wir bestimmt wieder nur Anfängerglück. Oh! Was? Der war doch in der Mitte. Na, verdammt, schade. Ganz knapp. Warum habe ich jetzt den Buff schon wieder weg? Aber ein Zertifikat nochmal. So sind wir wieder. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Chips gewonnen. Also es werden nicht natürlich jetzt nicht ganz genau so viele sein. Also jetzt nicht ganz genau 300 Stück, sondern ich werde dann nebenbei nochmal noch welche dazu gewinnen. Ja. Verdammt. Ganz knapp daneben. Komm. Ich würde sagen, ich lasse das Inventar jetzt nicht die ganze Zeit dabei offen, weil das ist irgendwie ein bisschen doof. Ach, schwer. Ich klicke immer zu früh.
Ja, was ich mir jetzt auch noch rausgefunden habe, man kann sich hier dieses Mikrofon schnappen und dann was singen. Da wieder eine Disco-Kugel hier, ein bisschen Musik. Leider singt der Charakter nicht wirklich, sondern er swingt nur. Schade eigentlich. So, jetzt zocken wir jetzt mal weiter. Ah, ja. Ach, verdammt. Natürlich könnte ich jetzt dann zwei Automaten gleichzeitig spielen, aber das geht mir dann nicht irgendwie zu schnell weg. Na komm. Vielleicht werde ich jetzt hier auch mehrere Teile machen, weil ich will jetzt hier nicht so lange auf die Folter spannen. Na komm jetzt hier. Aha, knapp daneben. Na, schade. Ich glaube, das wird eine lange, lange Nacht. Das wird ein langer, langer Tag. Ich hatte heute früher Schluss, deswegen bin ich jetzt schon zu Hause. Normalerweise wäre ich jetzt 16 Uhr zu Hause, aber oh fuck, das Zertifikat. Das heißt, ich darf nicht weiterspielen. Habe ich zumindest gewonnen? Ja, habe ich. So, weiter geht's. Ich würde sagen, ich sage jetzt nicht immer weiter geht's, sondern ich schneide das einfach so. Und wie viel haben wir jetzt noch? 286. Ich würde sagen, ich spiele bis 250. Und machen wir so in 4 Teile vielleicht. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Weil die Folge schon ewig lang mache, kriegt die Dinger ja so oft echt wieder. Und ich will das jetzt ja auch nicht verschnellern oder so, weil ich heute nebenbei ja noch reden will. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie die Taktik gibt, wann man am besten klicken sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwie die Dinger da hinten noch was zu sagen haben oder auch dieser Punkt in der Mitte, der so blinkt. Kann ich leider nicht beantworten. Ach, schade. Dann will ich lieber Zertifikate haben. Gibt's hier eigentlich auch sowas wie doppelte Chips? Oh, ganz knapp noch. Ah, schade. Komm hier, gibt ja gar nichts mehr, komm hier. War es noch aktiv für 40 Sekunden? Na, warum verliere ich den jetzt so oft? Komm. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Automaten kaputt gemacht. Ich habe den Automaten kaputt gemacht. So, er funktioniert wieder. Wurde wieder repariert. Ich habe jetzt einen jetzt den scheiß Automaten kaputt gemacht, der da. Ich muss, glaube ich, an den anderen gehen, weil der betrügt mich nur noch. Ich habe keinen Buff mehr. Also ich würde sagen, der Automat ist leer, deswegen machen wir jetzt einfach mal einen anderen Automaten hier. Und treffen direkt ein Zertifikat. Super. So. Ja, schon wieder fast, schon wieder in die Mitte. Aber diesmal war nix. Schade. Nachkommen, schade. Verloren. Das ist lustig, wie der Charakter immer macht, wenn man den Chip verliert. Das ist immer so, Ärger. Dass er sich immer so ein bisschen ärgert. Komm jetzt hier. Ja. Ach. Das ist immer das Ärgerliche, dass es halt manchmal so um ein paar Millimeter geht. Ach, shit. Warte, jetzt? Guck mal hier, was der Charakter immer macht, dass er sich dann immer so ärgert. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig gemacht, eigentlich. Gut, dass er Upload sich mit der Runde zerstört ein bisschen, aber... kann ich jetzt auch nichts für die PvP-Folgen, bis dann halt irgendwann oben kommen. Ich zock mal an dem hier weiter. Ach komm schon. Oh ja. Ah. Komm, gib mir mehr Zertifikate, ich brauche mehr Zertifikate. Den Rekord kann man sich auch so kaufen. Ach komm jetzt hier, wird nur betrogen hier. Ich wechsle gleich in die nächste Reihe. Ich gebe dann den mittleren. Guck mal hier, er ist wieder etwas grün. Wie viele Chips haben wir noch? 274 haben wir noch. Und ich weiß natürlich, dass es jetzt hier etwas langweilig ist, aber... gut. Gab es glaube ich auch noch nicht auf YouTube. Ich glaube, so viele von diesen Videos über dieses Event gab es noch gar nicht auf YouTube allgemein. Noch nur auf Englisch zumindest. Englisch gucke ich ja bekanntlich nicht. Ich gucke nur Deutsch. Deutsch ist toll. Nachkommen, immer hier am Rand. Ich will in die Mitte. Ach, verdammt. Schade.
Wir haben ja auch noch hier die Quest, damit können wir jetzt noch ein weiteres, können wir jetzt noch ein weiteres Teil holen. Oh, ganz, ganz knapp hier vorbei. Schade. Komm, ich will nicht jeden Schiff umsonst erfarmt haben. Die Automaten ja alle oder was? Oh, warum hat sich denn der Pfeil nochmal gedreht? Mann. Oh, was? Komm jetzt hier noch einmal, sonst gehe ich an anderen. So, da sind wir wieder. Weiter gezockt wird. Oh. Doch verdammt, warum verliere ich den jetzt halt so oft? War das von Anfängerglück mit dem direkten Hauptgewinn von dem Gleiter? Komm, gib mir Rancor, gib mir gleich drei Rancors. 268 haben wir noch. 267 haben wir noch. Komm jetzt hier. Ach, verdammt. Verdammt. Ich werde jetzt zwischen den Automaten öfters mal ein bisschen durchwechseln. Ach, fick dich doch. Seitdem er explodiert ist, habe ich irgendwie nur noch Pech, ne? Alter! Liegt das irgendwie daran, dass ich vorhin schon was gewonnen habe und dadurch irgendwie automatisch das Spiel mich einschränkt oder so? Da habe ich einfach mal wieder totales Re-LP-Pech. Komm jetzt, gib mir nochmal was hier. Wie viele Zertifikate haben wir denn schon? 7. Ist schon mal eine tolle Zahl, aber ich will was anderes haben. Ich bin Rancor. Oder Gammo. Ja. Was? Der war doch neutral. Ihr habt's gesehen, dieser Bande Zeugen. Immerhin Zertifikat. So, komm. Ah, 1 Millimeter vorbei. Shit. Oder schade, ist er gesagt. Ja, fast. Ah, wieder ganz knapp vorbei. Das gibt's doch nicht. Oh, schon wieder. So, jetzt habe ich glaube ich irgendwas. Jetzt habe ich gerade der Buff weggegangen. Yep. Ach guck mal, daran kann man das natürlich auch sehen. Weil der Buff geht nämlich schon weg, bevor der Automat da ist. Das heißt, das Spiel weiß schon vorher, was da los ist. Okay. Habe ich es also durchschaut, das System. Also ich meine damit, dass der Buff vorhin, hier dieser Buff hier, schon weggegangen ist, bevor der Gewinn überhaupt da war. Also bevor der Automat überhaupt fertig war. Das heißt, das Spiel sieht, wenn ich klicke, schon voraus, wann ich was bekomme. Das heißt, jetzt bekomme ich auf jeden Fall nichts. Jetzt bekomme ich aber was, warte. Yep. Ich habe das System durchschaut. So. 256 Chips hast du mir jetzt mal kurz da reingezogen. Komm. Also ich habe das System schon mal durchschaut. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Also wisst ihr jetzt, sobald der Buff weggeht, gewinnt ihr auf jeden Fall irgendwas, auch wenn es so ein Zertifikat ist, in Anführungszeichen. Strichen. Anführungszeichen. Und dann ist auch schon der erste Teil vorbei, weil ich so einen Teil mal aus 50 Dingern machen. Jetzt haben wir noch 55, ja, da steht es an der Seite. Ich habe es ja extra dahin gezogen. Immer ein Wasser im Kreis drin. Komm jetzt hier. Gib mir noch irgendwas Tolles. Brauch ein neues Auto. Brauch ein neues Reittier. Ich habe doch gar kein Reittier, glaube ich, wirklich. Komm, wenn ich den Rancor bekomme, ist das völlig in Ordnung. Oder wenn ich den Gamorreaner bekomme. Wird doch wohl mit den 200 Dingern drin sein. Ach komm. Ja, zumindest habe ich noch zurückbekommen. Oh, immer so knapp hier.
Ihr wünscht Ihnen Glück, schön viel Erfolg. Danke, ich schreibe natürlich hier schön Danke rein. Ach komm, hier 10 Sekunden noch den Buff. Einer noch! Ich muss mir kurz den neuen Buff holen, danke. So, letzter Chip kommen. Beziehungsweise, oh, wir haben wieder welche dazu bekommen, natürlich. Natürlich sehr, sehr nice. Ich habe natürlich viel höhere Chancen jetzt noch. Ja, schade. Komm, gib mir noch zumindest ein paar Zertifikate. Oh Gott, hier immerhin. Und da haben wir Zertifikat. Ich habe schon vorher gewusst. So, der letzte Chip. Und wir haben verloren. Ja gut, das war's dann erstmal mit dem ersten Teil. Ich hoffe mal, er hat euch gefallen. 11 Zertifikate, also als Fazit auf jeden Fall. Gleiter bekommen. 11 Zertifikate ist auf jeden Fall eine Menge. Ja, da würde ich sagen, was ist mit der Folge morgen? Werde ich da wahrscheinlich den zweiten Teil machen. Also jetzt werde ich jeden Tag werde ich einen Teil machen. Wann ich so hochlade, kann ich nicht sagen, weil ich halt noch die PvP-Folge machen muss. Das heißt, bis bald. Ciao.